Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Name Lisa Maria Räuber in Österreich ist ja noch nicht allzu bekannt. Nach dem Turnier in Salzburg, das zweite internationale Event in österreichischen Farben für den Sportreichclub Lambrechtshausen. Und etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren, unterstreicht das Ausnahmetalent jener jungen Dame. Sie ist nämlich die jüngste Teilnehmerin mit 15 Jahren hier beim European Youngster Cup. Und die jüngste steht an der Spitze. Und das alles auch vor den Augen von Sportdirektor-Ingenieur Kager im Europameisterschaftsjahr. Lisa, dein Trainer an deiner Seite, Kurt Meyer, und du, ihr habt über Winter alles richtig gemacht. Kurt hat dich auch hier für das Finale bestens eingestellt. War es wirklich so hart zu gewinnen gegen die ganzen profilierten Herren wie den Herrn Marcel Marschall, der da hinten steht im Dunkeln? Ja, es war natürlich sehr anspruchsvoll und ich hätte nie damit gerechnet, dass ich jetzt gewinne. Ich war irgendwie, Hauptsache ich komme ins Stechen, und das war auch noch wow. Einfach ein abartiges Gefühl. Aber einen schönen österreichischen Dialekt hat sie, die junge Dame. Ein Applaus für die Lisa Marin. Und du weißt ja, was das jetzt heißt. Wir haben hier mit dem European Youngster Cup mit der renommiertesten und höchst dotiertesten Nachwuchs-Springsport-Serie der Welt, U25, damals von Rudolf Hindelang in Szene gesetzt, der uns immer noch hier vor Ort zur Seite steht. Und das Weltfinale ist ja traditionell wieder in Salzburg. Und die erste, die sich qualifiziert hat für das Weltfinale, ist für Österreich ihre Siegerin. Nochmal Applaus bitte. Uppercut.